Moin! Willkommen zurück zu Minecraft Switch. Wir haben beim letzten Mal, ich würde schon fast sagen, die Farm vollständig und ja, zu vollster Zufriedenheit zu Ende stellen können. Ich kann kein Deutsch, wie man schon hören kann, ja. Aber wir haben wirklich an vieles gedacht. Ja, wir haben, wenn man dazu sagen möchte, wir haben Lichter aufgestellt, halt quasi, ja, Lampen, wenn man so möchte, wenn man so mag. Was ist hier gerade? Was? Ach so, es ist das Skelett da hinten. Okay. Ja, wir haben die Farm soweit zu Ende gestellt und fertiggestellt. Auch das Gewächshaus sieht ganz gut aus. Was noch fehlt, ist die Glasdecke. Die kommt heute dran. Ich hoffe, das Glas ist fertig geworden. Sieht gut aus. Okay. Erstmal aber Kartoffeln. Ja. Sind schön. Sind gut. Sind lecker. Aber geofend, wenn man das so sagen darf, schmecken sie noch viel besser. Mhm. Da kommt gerade eine Feuerwehr an meinem Haus vorbei und meint hier Palaver zu müssen. Mensch, ich nehme gerade auf. Kein Verständnis, diese Menschen, ne? So richtige Drecksäcke, so richtige, aber wie sagt man am besten dazu, ohne dass die ganze Menschheit anfängt zu weinen. Hui. Wie kann man sich da am besten ausdrücken? Ich sag am besten gar nichts dazu, ja? Ich sag nur eins. Drecksäcke. Macht, dass ihr wegkommt, ja? Könnt ihr nicht wenigstens eure Soundanlage, ja, eure Bassboxen ein bisschen runterregeln, bevor ihr zu mir, oder wenn ihr zu mir, an mir vorbeifahrt? Dann wäre ich ihnen sehr verbunden mit. Aber ich sag mal, ich denke mal nicht, dass sie darauf Bock haben, ja? So wie das klingt. Aber du machst es extra. Ja, ja. Immer das Gleiche mit diesem ganzen Pack, ja? Ja, komm, weiter geht's. Wir palavern zu lange rum. Ich hoffe mal, dass das Glas ausreichend ist. Wir haben ja zwei volle Stacks plus noch einen 47er Stack. Dann war es das, glaube ich, auch. Genau. Ah, ich denke mal, damit sollte man bestimmt die Decke hinbekommen. Und ich habe sogar vor, heute die, ich habe ja gerade eben erzählt, wir haben ja da diese Lampen hergestellt und hergerichtet. Sehen zwar gut aus, aber physikalisch macht es keinen Sinn, dass sie da halt sind, weil die müssen ja eigentlich runterfallen. Tun sie natürlich nicht. Deswegen überlege ich, diese Lampe eine Einheit höher zu setzen. Ich denke, das ist doch eine ganz gute Idee. Ich habe gerade echt Angst, ne, dass mir das Glas ausgeht. Jetzt habe ich gerade für diese zwei Ebenen 30 oder... ja, 34 benutzt. Das heißt, 17 für jede Reihe. Das wird so... wir haben nicht ansatzweise genug Glas, schätze ich jetzt mal. Weil... ja, denk doch mal nach. Knapp 4 Reihen hast du einen Stack weg. Ja, und bei sowas, ne, umbringen. Knapp 4 Reihen hast du den ganzen Stack weg. Und wenn du mal bedenkst, wir haben noch einiges Reihen vor uns. Und wir haben jetzt noch so, ja, in dem Sinne noch ein volles Stack. Das kriegen wir nicht hin, wir brauchen noch mehr Sand. Ach man, das kannst du doch nicht wissen. Na gut, dann müssen wir halt gleich wieder ein bisschen Sand sammeln gehen, ne? Da sieht man's auch, ne? Es ist halt, Glas ist halt, ich sag mal, einfach herstellbar, aber die Zeit, bis du Glas hast, ne? Erstmal brauchst du Sand. Dann musst du das Sand noch schmelzen im Ofen. Und ich habe gegoogelt, ich lag halb richtig, Sand ist ein Erzeugnis, ein geschmolzenes Erzeugnis von,
Siliziumoxid. Es wird zwar nicht als Siliziumdioxid bezeichnet, aber naja, Siliziumoxid hat die Summenformel SiO2, also quasi dann doch schon Dioxid. Also war quasi halb richtig high. Mann, ich hasse es. Drecks Scheißen. Guck mal, das Weizen da hinten. Wie lange es halt einfach braucht, ohne Bewässerung, um zu gedeihen. Gönnt euch das. Und hier die Kartoffeln, wie sie jetzt hier schon am... Mal guckt euch das an dem Zeitraffer. Wenn ich davon eine Zeitrafferaufnahme machen würde, die würde... Alter, das würde so abgehen wahrscheinlich. Hammerhart. Ja gut. Wir haben kein Holz. Wir haben kein Blut mehr. Wir haben auch keinen Sand mehr. Und auch kein Glas mehr, Blutsauger. Aber da hinten ist eine Insel voll mit Sand. Und da hinten auch. Ja, warum denn hier sich mit wenig begnügen, wenn man auch viel haben kann? Und hier auch. Und da ist sogar ein Pilzbaum. Ein Riesenpilz, sage ich jetzt mal. Vielleicht bimst hier... Na, richtig. Okay. Mhm. Vielleicht ist hier irgendwo eine Pilz. Gut, da hinten ist ein Dschungel, das... Ja. Aber ich will irgendwann mal weitergehen in andere, weitere Gefilde. Das letzte Gefilde hat mir gar nicht so gefallen. Sorry vor Wahrheit, aber ist auch wirklich so. Außerdem brauche ich jetzt auch mal einen Tapetenwechsel. Ich will wirklich jetzt erstmal das Haus fertigstellen. Und das Haus heißt halt erstmal, okay, nicht nur das Gewächshaus, sondern auch halt die erste Etage und so. Und viele von euch wird es jetzt wahrscheinlich so ein Schockmoment sein, von wegen so, nein, Redunskai, warum? Aber glauben Sie mir, es macht Sinn. Es macht einfach Sinn. Weil ich, wir können, ne, also, das Ganze ist, also, ich weiß selber nicht, ob das hier ein 500-Parts-Let's-Play werden wird. Ob das Ganze mehr Parts haben wird als die Wii U-Version. Ich wünsche es mir persönlich vom Spiel, aber ich weiß es halt auch nicht genau, weil, ich sag mal, wenn wir keine atemberaubenden Höhlen finden, die wirklich Spannung pur bieten, und ich könnte die Schwierigkeit hochschrauben und so, das könnte man natürlich machen. Aber, ich sag mal so, wenn wir halt so langsam mal keine Mine oder so finden oder uns die Schwierigkeit nicht selber anpassen, dann habe ich da wenig Hoffnung, dass das Let's Play länger als 500 Parts oder halt 500 Parts werden wird, ne? Geschweige denn länger als 300 Parts, weil, naja, du musst halt auch das Ganze gut kommentieren und wenn du merkst, okay, ich habe das schon mal kommentiert in der Form, kannst du nicht noch ein zweites Mal kommentieren. Verstehen Sie? Ich brauche da mehr Action. Obwohl das in Minecraft jetzt nicht so krass, ja, es ist nicht so krass möglich eigentlich, aber naja, trotzdem. Trotzdem würde ich ganz gerne schon ein bisschen Spannung haben und ich glaube, es geht Ihnen da genauso. Wenn ich das sage. Denn YouTube ist ja eine Plattform, die sehr viel... Okay, thanks. Die sehr viel Spannung haben möchte. Ja, und ist ja eine Plattform, welche von dieser Spannung profitiert. Weil viele Kinders einfach keinen Bock darauf haben, sich Videos anzuschauen, die keine Spannung enthalten, sondern nur so langweiliges Gerede. Hallo, ich bin's, Redunskai, ich bin langweilig, hallo. Das will ja keiner hören und sehen. Sonst wird den Leuten noch Hören und Sehen vergehen. So. Ich denke mal, diese Stacks müssten eigentlich ausreichend sein. 2, 4, 6, 8 Reihen. Ich gehe trotzdem mal vorsichtshalber weiteren Sand holen. Ja. Übrigens, jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, hey, Redunskai, du bist dumm. Das hat er jetzt nicht geschrieben, aber er hat geschrieben, hey, Redunskai, du brauchst doch Bücherregale. Warum gehst du nicht ins Dorf und holst dir von dort die Bücherregale? Könnte ich im Prinzip machen, aber ich denke mir so,
Ich würde es schon auf eigene Faust hinbekommen. Ja, aber du hast recht. Es geht, man kann es machen. Aber ist das nötig? Muss man den Dorfbewohnern extra die Bücher klauen? Die Bücherregale klauen? Ist das nötig, Fräulein? Ob das nötig ist, habe ich gefragt. Nee, ich denke mal nicht, also... Wenn ich wirklich keinen Ausweg finde, dann kann man das mal machen, aber jetzt, gerade wo ich halt so eine Rinderfarm habe, gut, die ist jetzt nicht sonderbar groß, aber ich habe eine und die soll auch erstmal ausreichend sein. Apropos, ich muss sie wieder vermehren, ne? Die guten. Bevor sie hier noch weiteren Palaver machen und an Altersschwäche sterben. Weil ich glaube, die können gar nicht an Altersschwäche sterben, richtig? Ich glaube, es gibt hier keinen Alterstod in Minecraft. Nee. Ich meine, das ist Minecraft, was will man erwarten? Aber vielleicht ja gibt es solche Sachen bei Minecraft 2, ne? Könnte man auch bald mal so richtig ein Thema drüber machen. Minecraft 2, wie wahrscheinlich ist es? Oder wann sollte es kommen? Und wenn ja, was sollte geändert werden? Was soll anders sein? Was kann bleiben? Grafisch, vom Sound und vom Gameplay. Dass man das noch interessant gestaltet. Und interessanter und anders gestaltet als den ersten Teil, weil... Ich will da, wie gesagt, jetzt nicht drüber reden, weil es soll ein Thema für einen anderen Part sein, aber... Na, ich glaube... Wenn das Spiel kommt, müsste es schon... eine Schippe anders werden als Minecraft 1, also das hier, ne? Eine Schippe anders, verstehen Sie? Ha. Ich hoffe, das hat war das schlau, war das gut, war das verständlich? Konnte man mich verstehen? Hallo? Nein, red uns Kai Weiße. Eine Schippe anders, ja? Ha, lustig. Er meinte damit, dass er halt seine Schippe wechseln muss, weil die gleich kaputt geht. Eine Schippe anders. Eine andere Schippe, so. Das war nicht nur grammatikalisch falsch. Das war auch unlustig as fuck. Also richtig schlecht auf jeden Fall, red uns Kai. Ich dachte, meine Witze werden lustig. Scheinbar aber nicht. So, wir haben fast 4 volle Stacks. Ich würde sagen, die machen wir uns jetzt noch voll. Ich weiß nicht, Pass wird passend gemacht. Das haben wir getan. Hey, warte mal. Ich habe doch gerade 4-mal Sand kaputt gemacht. Wo ist der restliche Sand? War da gerade eben nicht 58? Ah, ja. Ich verstehe es. Ah, okay, okay. Es hätten 6 werden müssen, Kai. Weil 58 plus 4, das sind keine 64, ne? Das sind 62, mein Freund. Du kannst dich nur keine Grammatik. Du bist auch noch schlecht in Minecraft. Und du bist auch noch, ja. Boah, kannst ja nicht mal, kannst ja gar nichts. Schäm dich doch mal. Ja, ja. Menschen machen Fehler, das habe ich schon mal gesagt. Ich sag mal, wenn wir heute es nicht schaffen sollten, das Dach fertig zu kriegen, dann bin ich schon enttäuscht. Eigentlich müssen wir das hinbekommen. Gerade während so das ganze Glas... Wenn der Sand vor sich hinschmilzt, machen wir hier noch ein bisschen. Okay. Ach da. Hier bin ich. Hallo, Brutz. Ich glaube, sie sieht mich nicht mal, weil sie voll dumm ist. Na, fast so dumm wie du, red uns Kai. Du siehst auch gar nichts in diesem Spiel. Warum gucke ich denn überhaupt? Und gebe jetzt mal einen Daumen hoch, ey, keine Ahnung. Weiß, was lustig ist, wie man ihm zusehen kann, wie er dumm ist. Rinderbrudis. Ist die Spinne noch da? Ah! Komm doch her jetzt! Ja, komm ran! Überraschung! Ah! Da bin ich wieder, ja.
mach die Türe zu. Nachher kommt auch ein Creeper rein und macht dann alles kaputt. Nach diesem Kampf wirst du denken, ich habe kein Blut mehr, du Blutsauger. Richtig. Hm. Gut, das hätten wir wieder gut abgearbeitet. Wobei da ja ein Creeper ist. Also gut, dass wir die Tür zu... Du willst jetzt bei deinem Kumpel schwimmen. Bei deinem Bruders, bei deinem Schweinebruders. Hauli, hauli, hauli! Ha. Sehr gut. Kann man mit zufrieden sein mit diesem, Art von Angriff, mit dieser Art von Angriff. Sehr schön. Haben wir gut drauf gehauen. Ja. Sogar zweimal Schießpulver gekriegt. Sehr schön. Oh, bald ist TNT-Action, meine lieben Freundes. Oh ja. So, da füllen wir weiter nach. Da füllen wir auch rein, was geht. Nummer 1. Wir sind aber gleich Level 36, Mann. Das ist so krass. Es ist einfach heftig. Es ist einfach krass. Wenn du jetzt nicht gegen Enderdrachen kämpfst, ist es schon sehr lang andauernd, bis du Level 36 erreicht hast. Also, da muss ich mir echt wieder auf die Schulter klopfen, wie ich das wieder geschafft habe. Errede uns, Kai. Manchmal bist du dumm, aber manchmal bist du auch einfach eine geile Sau. Ich weiß. Sag mir etwas, was ich noch nicht wusste. Ja, aber, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte von den ganzen. Ich glaube, der Sand wird immer noch nicht, oder dieses, das wird immer noch nicht ausreichend gewesen sein. Ich habe das echt so im Gefühl, ne? Es tut mir echt leid. Wir könnten die roten Beete auch weiter aus, aber hier können wir alle das anders machen. Hier können wir, hier müssen wir gar kein Glas benutzen. Hier können wir auch irgendwie, Holz benutzen. Das wäre auch eine Idee. Wenn wir dafür gerade das Birkenholz wieder ausgeht, aber naja. Hier brauchst du ja quasi keinen. Ja, gut aussetzt vielleicht, Hier geht's ja schon so in... Ja. Autsch. Das tut weh. Wir können es ja zumindest so machen, dass wir dann jetzt hier so... Dass das halt normales Holz wird. So normale Holzdecke, die das quasi nochmal so ein bisschen... ja, stabilisiert, ja. Könnte man so in die Wege leiten. Reicht vielleicht auch aus. Ich denke mal nicht. Jetzt waren jetzt noch 10 Reihen. Ich habe alles viel zu groß gemacht. Aber naja, das ist halt Minecraft, ne? Willst du machen? Ach bitte, ich habe das da niemals platziert. Das ist Minecraft. Hier geht das Holz aus. Tja, musst du halt suchen gehen, du Sau. Also los nun, mach schneller jetzt. Mach schneller hier. Okay. Die Kürbisse habe ich auch noch gar nicht abgebaut. Also, rede uns Kai, ne? Ich habe ihn gehasst. Er sagt seit 10 Millionen Parts, er möchte gerne... alles dort abbauen. Und damit meinte er auch die Kürbisse. Und dann macht er es einfach nicht, Mann. Warum macht er es nicht? Ist er dumm? Hallo, ey. Warum seid ihr nicht so dumm, ey? Du bist so eine dumme Sau. Hat das schon jemand gesagt? Red uns. Bisher? Nur du. Du bist bisher der Einzige, der mich da ständig fertig macht. Ich rufe gleich die Polizei, wenn das hier so weitergeht, Mann. Ja? No hate. Jetzt warten wir zumindest, bis wir so viele
Sitzlinge bekommen, dass wir die ganzen Bäume kompensieren. War hier. Ungefähr, ja. Komm schon! Setzlinge! Los jetzt! Hallo! Gutes. Ah, da, okay. Ah, ich kann ja einfach nicht verschwinden, ne? Es geht nicht. So, jetzt gehe ich, egal was passiert, oder? Soll ich gehen? Ja. Gut. Jetzt machen wir nämlich hier dann diese Deckenplatte fertig und so viel hat da auch nicht mehr gefehlt. Mhm. Mhm. Okay, gut. Da wieder hoch mit uns oder warum warten? Warum jetzt darüber oder da hochgehen, wenn wir erstmal gucken können, wie viel Glas wir denn jetzt noch haben? Ja. Ja. Ja, doch, das ist gut. Dass wir jetzt mit der Anzahl an Glas hochgehen. Okay. Wir haben noch ein bisschen Glas im Ofen drin. Und hoffen einfach mal, dass es reicht. Weil, oh, jetzt dann demnächst mal nochmal irgendwie auf die Reise zu gehen. Oh Gott, Kinders, ey. Das ist fast eine Treppe, was ich hier gerade mache, ey. Weil ich keinen Bock habe, ständig das Ganze wegzuschaufeln, etc. Kann man, glaube ich, ein bisschen verstehen, oder? Ich hätte es ja auch so machen können, dass ich irgendwie hier für die linke Seite nur Holz benutze und dann rechts Glas, aber... ich weiß nicht, dann fühlen sich die Tiere so ein bisschen eingedunkelt und dann heulen die rum und dann ist das Geheule groß, weil... hätte ich denn hier Holz gehabt, dann würde ich hier Holz nutzen, würde es auch tagsüber hier viel dunkler sein. Das wollen wir auch nicht, ne? Absolut, Helly, nicht. Absolut, dieses Wort. Ne? Ich habe das früher als ja, etwas kleinerer Redons. Da habe ich ständig zu sagen gepflegt. Puh, was war das nochmal? Hm. Puh. Jetzt fällt es mir nicht ein. Was für ein Wort war das nochmal? Ich hab's vergessen. Es war wohl nicht so wichtig, aber... Jungs, jetzt mal ehrlich. Was habe ich da gerade sagen wollen? Ah ja, genau, absolutely. Ich habe da früher immer absolutely dazu gesagt, weil, keine Ahnung. Ne? Absolutely. Aber dann ist mir aufgefallen, dass man das, naja... das T ja relativ stumm spricht, so absolutely. Absolutely. Nicht absolutely. Wie es geschrieben wird, sondern, naja. Hat mich damals immer so ein bisschen verwirrt. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir sind zwar noch nicht mit dem Dach fertig, aber das Dach ist im nächsten Part dann wieder dran. Denn da fehlt dafür, also ich denke mal, ich bin jetzt sogar so zuversichtlich, das kriegen wir hin. Das wird es mit dem... Danke dafür auf jeden Fall. Vielen Dank. Es wird kein Problem sein, wir kriegen das hin. Und ich werde auch gar nicht mehr oben aufs Dach klettern müssen, weil... außer jetzt für eine Sache. Für ein paar Sachen, für diese Lampen. Aber das machen wir schon. Ne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und switch. Und was sehe ich da? Der Weizen ist nach 10 Jahren fertig. Krass. Das war's wert. Und bye. Und bye. Und bye und bye und bye und bye. Warum willst du nicht? Hallo, das macht keinen Sinn. So, tschüss.